Hey Leute, die Olympischen Spiele 2012 in London gehen weiter. Wir sind hier am fünften Tag angekommen, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Hier nochmal kurz den Medaillenzähler für euch. Ja, wir haben 13, die Vereinigten Staaten 10. Dann kommt Brasilien, Deutschland, Rumänien und so weiter. So, was gibt's denn heute im Angebot? Also, wir hatten wieder Schwimmen bei den Damen, einer Herren, 100 Meter Herren, Kairin, Kajak, Tischtennis. Oh. Ich würde ja mal sagen, wir fahren mal Fahrrad. Ja, kommt, und wir spielen Tischtennis. Ah, das sind unsere beiden Disziplinen für heute. Ja, gucken wir mal, ob wir uns beim Fahrradfahren qualifizieren können. Ich glaube, da ist mein bestes Ergebnis bis jetzt insgesamt dritter Mal bin ich geworden. Noch nie zweiter. Costing almost £93 million, this was one of the first venues to be completed across the whole of the Olympic Park. It took a team of 26 carpenters about 8 weeks to install the track. More than 350,000 nails were used on the 56 kilometers of timber surface. It's a phenomenal structure. The organizers believe that this firmly will be one of the fastest tracks in the world. And we could see a number of records go at these games. In first place, and this is one of those typical performances. Second place and looking good here, Hungary. All about having a good rhythm and a tactical brain. This is where they really wind us up. Jetzt aber gedrängelt hier. We'll hear the bell. Schaffe ich es noch vor dem rein? All still to do here. Leading this race is Ireland, Jamaica in second. I think there was contact there. Kriege ich nicht weggeblockt? Immerhin Zweiter, aber es ist nur Quali. Ui, aber es ist auch schon wieder anstrengend. Das finde ich eigentlich immer bei Olympia Games geil, dass man auch so selber ein bisschen kaputt geht. Ja, der Start, ja. Da muss man wahrscheinlich schon bei diesem 3-2-1 schon reinhämmern. Was? Ach so, war noch mal ein Schnitt hier. Oh, auf jeden Fall haben wir es ins Finale geschafft. So, Qualifikation Tischtennis im Excel London. Welcome to the Excel London. It's ran full to the gunnels ahead of this one. What a great venue this is. Up next, Jamaica versus Ireland. Oh, Handshake hier. Oh, jetzt mit der Freundlichkeit auch vorbei. The next event's ready to start. To take you through it, your commentator, Alison Kirbishley. Thank you, sir. Well, two great competitors now for you in this table tennis match. Ja, gleich mal ein verkackt. Coming hard and fast across the net at him. He just doesn't seem to have the answers. Well, I'm not sure his opponent. Boah, da hab ich aber Glück gehabt. Ich hätte den auf jeden Fall nicht gekriegt. From that point. Ireland to serve. 1-1. Ah. Also Longline ist nichts für mich. Rally starting to build, using his backhand shot. Really can't afford to lose any focus now with this rally. Playing on the backhand. Oh fuck, ey. He just simply wasn't good enough there. Tja, das war auch wieder nichts. Schon 3-1 für den. Und wieder ins Aus. Eieiei.
Ja, haben wir mal einen Punkt gemacht. Absolutely deserve that point. Es wird hier nur ausgeschlagen. Ey, was ist mit dieser Longline los, Alter? Die gehen ja immer ins Aus. Ich meine, nicht nur bei mir, auch bei ihm ja. Und wieder aus. Boah, wie spielt man denn in der Longline, ey? We're on game point now. Can he take advantage with his serve? Ja, aus. Also Longline ist Standard aus. The first service of the second game now, and of course it needs to be a good one. Looking to force the error. Ich habe einen Longline-Ball auf die Platte bekommen. Das ist ja unfassbar. He has to take confidence from that. 0-1. So the rally starting to take shape. Und wieder aus. Ey, das gibt's doch gar nicht. Boy. Ich verstehe auch allerdings nicht, warum er da auf der Seite immer die Rückhand nimmt, anstatt einfach mal Vorhand durchzuziehen. Hier, er nimmt die Rückhand. Warum nimmt er da nicht die Vorhand? Ja, natürlich. He needs to really focus more now. Ja, wieder Rückhand. Ganz ehrlich, das kapiere ich nicht. Just places the ball with the backhand. Backhand to keep the rally going. Und aus. And it's quite a large difference between the two players now. Scheint irgendwie keine richtige Vorhand zu geben, also pff. Really looking for the win with a backspin. Trying to fox his opponent with a backspin there. Both players really fighting for the point there, but keeping the rally alive. Keeps the ball alive. Er nimmt immer die Rückhand. That backspin shot not helping him at all. Das kapiere ich überhaupt nicht. He just wasn't good enough there. Ist Vorhand heutzutage beim der andere spielt ja auch nur Rückhand. The crowd are looking for a great finish to this game. Vorhand verboten oder was? Rally starting to build. So there we have it then. Ends and what a victory. He takes it, 2-0. Ich habe nur eine so eine verkrüppelte Vorhand gesehen. Ansonsten sehe ich hier nur, egal wo man steht, er nimmt immer die Rückhand. Well, thanks for joining us. Time now to hand back over to Seth Bennett, who Tja, das war mal gar nichts. That's all from Allison, another brilliant ich würde doch nicht auf der rechten Seite noch so kribbelig mit der Rückhand spielen beim Tischtennis. Also ich so, dann kicken wir mal, ob wir hier wenigstens beim Radsport eine Medaille einfahren können. The track bringing a wall of noise to the competitors. The thoughts are this is going to be the fastest track in the world with overhead conditions as well as track conditions all made perfectly to get quick times. Ja, super! Dann ist schön weggeblockt, ihr Schweine, ey. Bumping shoulders. Under 500 meters to go.
Needs to be careful. Needs maybe to pick a different line because these are really banging together. The leader is USA. Well, that's another huge collision. Did well to stay on the bike there. Alter, niemals! Alter, das war ja wohl Bullshit, Alter. Die waren hinter mir und ich bin auf einmal hinter denen. Well, got themselves into a bit of a mess in this race, really, and had chances to move through the field, but in the end didn't really take them. Das war noch okay und den letzten sieht man wahrscheinlich gar nicht. Also, nee, leider nicht. Also, das war echt ätzend, also. Die hätten eigentlich rein theoretisch mir in die Karre fahren müssen und haben die USA uns eingeholt, weil sie eine Silbermedaille mehr haben wie wir. Das war ein sehr nerviger Tag, finde ich. Tja, wir haben gar nichts gerissen hier diesmal. Naja, passiert. Tischtennis? Ach, Finale um Bronze, da nehme ich noch dran teil. Ah. Next, Jamaica up against China. Oh, China. Waren die nicht in Tischtennis immer so super gut? Coverage of the table tennis next, and your commentator is Alison Kirbishley. Thanks, Seth. Well, there's the confirmation then of who's going to be going head to head in this match. Crowd starting to get into the game as the rally starts building. Oof, point lost there. He just couldn't return it successfully. 0-1. Oh, his opponent really has lifted the level of play there. He's just not good enough. Nee, das ist er nicht. Nicht good enough. So the rally really starting to take shape. Absolutely fantastic play on court today. The crowd are on their feet with that point one. 2-1. Yep, verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, warum da Rückhand geschlagen wird. Also. Ich glaube, wir fühlen das erste Mal. Ja. Ich habe das noch nie so gesehen. Dass sie partout immer versuchen, auf der Seite, wo die Vorhand ist, Rückhand zu spielen. Ja, dann passiert auch so eine Kacke, also ganz ehrlich, das kapiere ich nicht. Ja. That's a point lost and he's got to be careful. He doesn't want this game to slip away from him. Jamaica to serve. 3-5. Hier, so eine Krüppelvorhand. Hier, der spielt ja selbst, das spielt er noch mit der Rückhand. Der kann nur Krüppelvorhand. Ganz ehrlich, das hab ich noch nie in irgendeinem Tischtennismatch gesehen. Well, that wraps up the first game then. Great stuff out there. Well, he needs to dig deep and focus here. Here we go with the second game now. Verrat mir doch mal jemand, wie die Vorhand geht. He really is rising to the occasion of the Olympic Games. Mal wieder ein Punkt. What fantastic play to win the point there.
1-1. Straight down the line, and he'll take the point for that. Ich glaube ja, meine Punkte sind eher Glück als Verstand. He'll be happy with that. Take the point straight down the line. Da gegen die Seitenkante. Oh, schöner Angriffsball. Rally starting to build. Wow, that backhand, what a joy to watch. Both players determined to keep that ball in play. Flawless technique with the side. Ah, man. Ey, die Punkte werden ja eigentlich immer nur durch Ausschlagen gemacht, ey. Ganz selten, dass mal ein anderer Punkt passiert. Und aus. Oh, noch nicht. Struck that beautifully on the backhand side. Great technique on show with the backhand. Wow, this is a really long rally now. Brings the backhand shot into play. Takes the backspin out the locker. Working the ball with the backspin. That backhand will test his opponent. Jawohl! Word to take the point. Now what can they do from here? Boah, Alter! Ganz ehrlich, ich hab fest davon ausgegangen, dass der den nicht kriegt. Und dann schmettert er mir noch so einen flachen rüber. Ah, zu weit weg. Simply too good for him there, and he'll lose the point. So the rally's starting to take shape. Oh dear, terrible forehand. Fantastic rally kept alive with that backhand. Tried to use the backspin to break the rally up, but it just didn't work. Gets right across the table with a forehand. Ah, aus zum Glück. Den hätte ich, glaube ich, auch wieder nicht erwischt. It's game point now. Can he take advantage with a good solid serve? Ah, aus natürlich. Na, einen Satzball haben wir noch. Always crucial, building the pressure on his opponent. Can he take it with this serve? Rally starting to build. Awesome defense from both players with this rally. Wow, we really have reached boiling point now with this rally. Oh, Alter, kann er da nicht mal einen Schritt machen und richtig schlagen, Alter? Wie gesagt, immer diese krüppelige Rückhand da auf der Seite, das kapiere ich einfach nicht. He's really piling on the pressure now. What good approach play there to win him the point. Einen guten Return gemacht. Game point. Jamaica to serve. 7-6. Ja, natürlich aus. Darf's echt nicht Longline spielen. China to serve. 7-7. Looking to force the errors. Jawohl. Really well there to force his opponent's error. He'll take the point with that. It's game point now. Can he take advantage with a good solid serve? This rally really starting to take shape now. Ja, Mann, ey, wie gesagt, Alter, er hat eine krüppelige Vorhand, Alter. Das muss ich ehrlich sagen, das nervt mich richtig an.
crowd starting to get into the game as the rally starts building. Makes a real mess of that backhand. Testing his opponent with a backspin. Asking the questions with a backhand. Here's the backspin. Will it fool his opponent? There it is, the backhand shot. Backhand across the net. No speed lost on the ball there with the backhand. Beautiful technique with the backhand there. Throws open the door with a backspin shot. Precision play with the backhand. It's a good return to him, but what a forehand. Jawohl. Game point. Jamaica to serve. 9-8. So the rally really starting to take shape. Keeping that ball alive on the table. Great rally. Oh man, was für eine Scheiße, ey. Just missed out on the point there. Bisschen zu früh geklickt eben. Ja, natürlich. He just doesn't seem to have the answers. Jamaica to serve. 9-10. Looking to force the errors. Both players really match. Ah, it's aus, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, ich hab gekämpft, aber ich hab's leider nicht geschafft. Wieder ein Tag ohne Medaille. Ach nee, das war ja der noch. Zumindest konnten wir ihm im zweiten Satz eine Battle bieten. Ah, jetzt zieht die Amerikaner hier weg. 3 Punkte Vorsprung. Die Amerikaner jetzt hier Gold im Tischtennis geholt. Im beiden. Ganz ehrlich, ey, also im Radfahren okay, aber Tischtennis, da sind die Amerikaner, glaube ich, nicht so gut. Naja, egal, was soll's. Wir machen hier den nächsten Tag, Tag 6. Was gibt's im Angebot? Ah, komm, ey, wir machen mal Rudern. Und Diskus werfen. So, mit Rudern geht's los, 9 Uhr Qualifikation. The home of rowing at the London 2012 Games, Eton Dorney. It hosted the World Championships in 2006 and won high praise from both competitors and the fans alike. This really is a terrific course to watch rowing. And conditions today, once again, absolutely perfect. Ja, dann gucken wir mal. Habe ich, glaube ich, auch noch nie eine Medaille geholt. Set. All six rowers are away from the blocks here in qualifying. Picked up the pace really well there. Heading towards 250 meters and should really be in a nice rhythm now. First place and looking good. France, Jamaica going really well in second. Each of these rowers will have to call upon their reserves. And the more tired they get, the more their technique will really count. The front runner is France. This is an impressive performance. Good performance from Jamaica in second place. In third place, and a good performance so far from Kenya. Really good rowing at this stage of the competition, looking very, very smooth. France out in front and in control here. Well, Kenya remain in touch with the leader here. They're in second place. Jamaica are going really well in third, but they need to make a move here. Pulling towards the line in this race.
France will qualify in first place. In second and going through, it's Kenya. And Jamaica will reach the final in immerhin Dritter. Vierter. Da müssen wir uns qualifiziert haben. There were moments where this really did threaten to become a good run, but in the end, the oar work wasn't quite good enough. Just technically struggled to get up with the rest of the field, and that's probably what cost them in the end. Well, let's take a look at the final. Nein, wir haben uns nicht qualifiziert. Um 500stel. There's a lot of hard work that's gone into getting here. Ei. Meine Güte, 500stel, das ist echt ärgerlich. Na, gucken wir mal, was beim Diskuswerfen geht. Vielleicht kommen wir da ja wenigstens ins Finale. Well, having gone through the mental process, this athlete is now ready to throw. Kleiner Winkel. Oh, aber trotzdem über Gold gekommen. Na, no, haben wir im Moment die Führung übernommen. Na, es wird wahrscheinlich aber nicht reichen. Well, the crowd definitely up for this event. Round two. Ey, guter Winkel, 46. 45 wäre perfekt. Oh, Weltrekord! What a performance! Jawohl! This athlete has taken it onto a whole new level. Geil, geil, beim zweiten Wurf neuen Weltrekord. Schade, dass das noch nicht um die Medaille geht hier. A magnificent performance and a huge, huge lead. Warte mal, den brechen wir nochmal ab. Hey. Jetzt nochmal. Ah, 37 Grad. Well, that's good technique, a good throw as well. Let's have a look at the scoreboard at the end of that round. Ja, ich denke mal, mit dem Weltrekord werden wir hier auf jeden Fall vorne bleiben. Commanding at this stage. One of the key things to the technique of throwing a discus is to impart as much spin on it as possible. The greater the spin, the greater the gyroscopic stability. Ey, wieder einen guten Winkel. Oh, wieder knapp am Weltrekord dran. Well, four rounds gone. Let's take another look at the leaderboard. Oh, das sieht alles sehr gut aus. So we're going to come down to this, the delivery. Ah, 36. Well, let's see what they measure this one at, but that's a decent throw. Aber naja, wir können uns hier für die Quali extrem zurücklehnen. 10 Meter mehr wie der zweite. Und nochmal ein 46er, also einen perfekten Winkel haben wir nicht geschafft. Ja, aber ich denke mal, damit können wir leben. Er als erster qualifiziert. That of course is the final, but great qualification. Ja, oh, hatte ich schon vergessen, neuer Weltrekord. But let's have a look at the replay. This really is a good throw, and let's take a closer look at the confirmation. It looked for a moment like maybe, just maybe he would lose. Oh, die Amerikaner haben sich nicht qualifiziert. Das ist schon mal schön. Schadenfreude ist doch immer die beste Freude. Ja, leider haben wir es beim Rudern nicht geschafft. Naja, egal. Finale 16 Uhr Diskus werfen. Los, wir brauchen eine Medaille. Am besten eine goldene. From the Olympic Stadium, welcome. This, though, is the last session of the day.
These athletes so equally matched after a good qualifying session. Na, die Deutschen sind dabei, sind der Medaillenspiegel auch noch ganz gut. Well, this athlete's a real showman, playing up to the crowd at every opportunity. I tell you what, the crowd are responding as well. Ah, 35, bisschen wenig. You know what, that's a really solid start in this competition. Good first throw. Well, the scoreboard doesn't lie, and sitting in also im Moment auf dem 5. 67 Meter. Ah, ich denke mal, so einer über 70 müsste reichen. Off he goes in round number 2. Oh, da haben wir schon einen guten Winkel. Zwar nur 48, aber könnte reichen. Jawohl, Gold haben wir schon mal überholt. I think you can see from that celebration that the athlete's happy with that throw. Well, here's the scoreboard at the end of that round, and it shows first place. Ah, der hat nur 67. This is round number 3, and this competition is getting steadily harder. Guter Winkel 49, aber halt auch relativ weit rechts. Ich glaube, er wirft immer weiter, wenn man genau in der Mitte ist. Halfway through then, and the scoreboard is a welcome sight for this athlete, proudly sitting on top of the leaderboard. The nerves have gone now. Oh, kleiner Winkel, scheiße. That's over 50 meters as it lands. Jamaica with a distance of 7.6. It's a great stadium. Nah, der hat sich immer noch nicht verbessert. Next. Yeah, he's from Jamaica. This is round number 5 then. Wieder nur so ein kleiner Winkel. Was ist denn auf einmal los? Halt dieses Pad anders oder was? Happy with that performance. Let's have a look at the scoreboard after that. Ah, immer noch keine Verbesserung bei den Computern. Needs good technique to spin round in that circle before exploding into life and releasing the discus into the London air. Oh, ein 50er Winkel. Scheiße. He'll be happy with that. So, wie sieht's jetzt aus? Das ist Gold! Ah, oh, sehr schön. Weltrekord in der Qualifikation und dann letztendlich Gold geholt. So muss das sein. Well, for the kids watching this at home, that's how you throw a discus. Absolutely perfect technique. Let's take one final check on the scoreboard as Jamaica take gold, second place. Na, Deutschland hat auch keine Medaille gekriegt, die spielen ja auch oben mit. Norway take bronze. So, mal wieder eine Medaille. Ist ja ein bisschen her. In the plane above this stadium may notice what's going on here. The medal ceremony after a brilliant performance. The flags of success fly high over the stadium. And these moments will be captured and will be on the front pages of the papers in the morning. Terrific performances rewarded. Ah, die Vereinigten Staaten sind immer noch oben, aber wir haben wieder ausgeglichen von den Punkten her. So, zum Glück haben die eben keine bekommen. Ja, beim einer der Herren haben die auch nichts bekommen. Ja, so, dann der nächste Tag, Tag 7. Mal sehen, was uns erwartet. So, 100 Meter Freestyle. Dann müssen wir zweimal schwimmen. Komm, dann nehmen wir hier 50 Meter und wir nehmen mal den Hochsprung der Damen mit. Also reiner Damentag jetzt. So, mit Hochsprung geht's los.
to the Olympic Stadium. 80,000 people on hand here for the next event, and this really has been brought to life, the jewel of the Olympic crown. Let's take a look at the lineup for this event. Na, die Amerikaner sind hier bei uns mit in der Qualifikation, und wer war noch mit oben dabei? Na, ich hab's nicht mehr im Kopf. Well, let's clarify what happens here. So, 1,50 m. Fangen wir denn mal an. Komm, ich fange hier mal bei 1,86 an. Ich habe da bei den Damen jetzt noch nicht so richtig den Peil raus, ey. Wie viel die so schaffen. Das war schon mal nicht schlecht. 89, Alter. Eigentlich hätte sie fast kerzengerade nach oben springen müssen. Tja, das war schon mal nichts. Der war eigentlich auch scheiße. Aber wir haben es geschafft. The replay doesn't lie. She must be delighted with that. Ja. Da war kaum noch Platz und das war gar nicht so hoch. So, 6 sind bei 1,86, da gehören wir mit dazu. Gott, wir gehen mal gleich 10 cm hoch. Ah, 35. Ich glaube, 55 ist hier der optimale Winkel. Well, here we go then. Attempt number two. Ah, 84. Was great, but the takeoff really left them in big trouble. Oh, nur ein Versuch. Das war zweimal ganz schlecht. This is a final chance at this height. Und 14. Ach Mann, ey. Ja, zweimal zu hoch und dann versucht man niedriger zu machen und hat er gleich 14 Grad. Ja, dann haben wir auch verkackt. This athlete underachieved here. So much potential. Ja, schade, schade. Maybe nerves played a part. You can see the disappointment. Nowhere near their best. Ja, die Amerikaner sind sogar als Bester qualifiziert oder als Beste. So, Freistil der Damen. Hoffentlich können wir da was reißen. Weil schwimmen werden auch wieder die Amerikaner gut sein. Welcome to the Aquatic Center, a state-of-the-art building made specifically for these games. Germany have twice won gold in this event. China, the USA and the Netherlands have all finished on top of the podium. So, das jetzt ist nur eine Bahn. Should we cheer right onto the line as now the athletes take to their blocks. They're off. Big strokes required. Jamaica lead, China in second and Sweden third. Lactic acid kicking Mist in an easy peasy. Jamaica will qualify in first place. Into the final in second place is great. Oh, neuen Olympiarekord aufgestellt. So much you could say about this performance, but I'll leave it at this. Excellent. Great start. Super middle and a great Ay, fast eine Länge Vorsprung. Technically fantastic. Sehr gut. So, Hochsprungfinale leider ohne uns, aber wir sind im 50 Meter Freistil der Damenfinale. Und gucken wir mal, ob wir hier nicht ein bisschen Edelmetall abstauben können. Well, so much at stake here. Ja, Amerikaner auf jeden Fall dabei. Of time for these athletes to show exactly what they can do. The pressure is on for every single stroke. It's gonna come down to which athletes prepared the best for these games.
Well, these athletes are ready. Set. Everyone's in the pool, and we're underway in the final of the 50 meters freestyle. Well, just not enough power in those strokes to see this athlete get into the top three. Japan are in first place. In second is China. Third place, Great Britain. Final stages now. Jawohl, Gold! With gold. Silver, oh, und die Amerikaner haben gar nichts bekommen. Sehr schön. Let's take another look at the replay then, and the athletes showed all the way through this race. Ah, das war nicht so gut, also im Qualifying war ich besser. Great technique through the first 50 meters, and then that's where the stamina training came in. As they came through the final 25, dominating the rest to take gold. Sehr schön. This is a proud moment for this athlete as the crowd rises one for the national anthem. A lifetime of commitment and years of training and hard work, all for this one moment. So much emotion down there, so much happiness, all the hard work that these athletes put in. And you can't deny them that feeling of elation whilst on the podium. It's been brilliant once again and thoroughly deserving of these medals. Time now to take a quick look at the medal table. Wir haben die Vereinigten Staaten wieder überholt. Jetzt zwei Punkte mehr und eine Goldmedaille mehr. What an exciting time. So, wer ist noch oben dabei? China, Brasilien, Großbritannien, Frankreich. Deutschland war mal, aber ist jetzt schon nur noch auf Platz 8. So, haben wir den Tag auch abgeschlossen, zumindest eine Goldmedaille eingesagt und einmal disqualifiziert. Naja. Ah, die Türken haben den Hochsprung gewonnen vor China und USA. So, gucken wir uns mal, was uns am Tag 8 erwartet. So. Oh ja, hier Bogenschießen nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Und ja, komm, wir nehmen jetzt hier die 100 Meter der Herren. Tja, mit dem Bogenschießen geht's los. Gucken wir mal, wie wir uns in der Qualifikation schlagen. Naja, da bin ich vielleicht nicht der Supertyp, aber eigentlich kann ich Bogenschießen so einigermaßen. These athletes equally matched. Not much between them at all. Next, the athlete from Jamaica. First end. So, kicken wir mal. Drei Wind, das ist ganz günstig. Er wechselt jetzt auf zwei Wind. Bingo, just ja, aber die erste 10. Arrow number two then. Und die nächste. Just what the doctor ordered. Take aim. Let's add 9 oh, nur eine 9, ey. Das ist natürlich ärgerlich. Here's the replay. The bow up in the air as well. The crowd. Oh, aber sind wir erstmal in front mit einem Vorsprung. Now can he follow it up? Just the start he'll have dreamed of. Na, jetzt schon mehr Wind, jetzt schon 5 Wind. Boah, ich hätte gedacht, bei 5 drückt er ein bisschen mehr hoch. Oh, ein bisschen zu hoch. This is arrow number 3 on end 2. Ah, 3-9, ne, das ist natürlich schlecht. Here's the replay.
confirming this so tight at the top of that leaderboard. Tja, habe ich jetzt leider weggedrückt, aber ich wollte eigentlich das andere Bild wegdrücken und dann ist es umgesprungen. Jawohl, erst mal wieder eine 10. Oh, jetzt hier schnell zwei Wind ausnutzen. Ja, nächste 10. Und nur ein Wind. Really is taking shape. Every arrow is crucial. This is the third of N3. Oh nee! Bei einem Wind verkackt, das ist natürlich ärgerlich. Here's the replay. Well, there's not much breathing room at the top of this stage. Ja, jetzt sind wir punktgleich mit dem zweiten. Aber ich denke mal, es ist egal. Wir haben jetzt schon 8 Vorsprung vom vierten. Fünften. First arrow. Na, weil eine 10. 10 more points to the total. This is the penultimate arrow in this event. Bang on. Und die nächste. This is the moment. Hey, immer 6 Wind hier. He's been training for all of his life. This is the final arrow. Ah, müssen sehr weit links, ey. Ah, schade, aber es müsste eigentlich reichen. Good shot. Ja, als erster qualifiziert, wunderschön. Devin Malcolm. These are the final standings. Well, let's take a look at the leaderboard then and qualification assured. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt 100 Meter. Das ist schön, ganz schön voll Druck. This is the Olympic Stadium and the next event is the 100 meters. This is eagerly anticipated by all those in attendance. Every Olympics has a superstar and there's every chance that this athlete could be the face of London 2012. Da. Die Königsdisziplin der Leichtathletik. Away from the blocks cleanly and qualifying's underway. The rhythm's good. A terrific performance here. Jamaica lead. It's now or never. Jamaica. Jawohl! Mal easy den ersten Hold. For Canada. Moving on to the final in third, it's Portugal. Well, I think he showed good technique there as he made it into the qualification places. And now, chance of a medal. Pump of the fist in celebration. And quite rightly, he gets the accolades of the crowd. Well, that was outstanding. Let's have another look at it. Does everything so well here. Looks so smooth, quickly into stride, and then it's a case of putting the foot to the floor. So much power, and then easing towards the line. Really, really strong performance. Das war wirklich easy. Fast eine Sekunde abgenommen. So, zwei Finale stehen bevor. Welcome back to Lords, then, usually the home of cricket, but now it's the home of archery. Quite a field as well, some very, very strong competitors. Well, just one look at the athletes, and ich weiß, ich erwähne immer wieder die Amerikaner, aber da läuft es halt drauf hinaus, diese Battle, die immer wieder ganz viele Goldmedaillen holen. Oh! Ja, knapp an der 10. Ja, ist eine 10. Ja, ist nur 9. Scheiße. Here's the replay. Oh, trotzdem vorne. Ah, Punkt gleich mit dem zweiten, mit dem Russen. N2, first arrow. Right on target. 10 points. So muss das anfangen.
So, die nächste. Resounding sound that. Arrow 3 and 2. Great. Ah, nur eine 9, bisschen weiter runter noch. Here's the replay of that. A super start to this competition. Jetzt haben wir schon zwei Vorsprung, aber natürlich vor den Amerikanern. Here we are for the third end, and the competitors will shoot towards the magnificent media center. Trust, we're not in the line of fire. Jawohl, gleich wieder mit der 10 gestartet. Locked in from moment number one. He's in the zone. Ten. Und die nächste. This is the final arrow of the end. Oh, 7 Wind ist schon echt hart. 8 more to the total. Oh, was eine 8. Let's check on the replay. Naja, ich hoffe mal, der hat keine 30 geschossen, weil dann ist Ausgleich. That's the end of the round, and da hat er nicht, aber 29 hat er gemacht. Hat er einen aufgeholt. Ah, hätte wieder ein bisschen weniger Wind. Really good. Was? Eben gerade bei den 7 drückt er ihn irgendwie nicht so richtig und jetzt bei 3 drückt er ihn doch ganz schön nach unten. Nine for that arrow. Wieder nur eine 9. Two gone, one arrow to go. Wenigstens noch eine 10, damit wir bei 28 sind. Wenn er jetzt 29 hat, hat er uns. The victor, weggedrückt. Ah, wir haben Gold geholt. Sehr schön, Alter. Der Amerikaner muss irgendwie zum Schluss nochmal ganz verkackt haben. Sehr schön, sehr schön. Nächste Goldmedaille. Well, this is the crowning glory as now the athletes take to the podium. Superb performance. Everybody in this building really appreciates how hard they've worked to become the Olympic champion and take home a medal from London 2012. And I'm sure the emotions are going to be high on the podium. Never fails to bring a lump to my throat, the ecstasy of victory, rewarded with a medal, as they did traditionally at the Olympic Games. It really is what makes it so great. Another fantastic achievement. Let's see who's got what then in terms of medals. This is the final time. 6 Goldmedaillen haben wir schon. Und die Amerikaner und ich, wir teilen uns 10 Goldmedaillen. Also die anderen müssen mal ein bisschen in den Schwung kommen. Ich hoffe natürlich nicht, ne? So, jetzt 100 Meter der Herren. Eben gerade waren wir ziemlich gut. Gucken, ob wir nochmal so gut starten können. This is the Olympic Stadium in London's East End. Some terrific views over the city. But now it's time for the next event to take place. 80,000 here and there all watching. Jamaica and the USA have enjoyed great success. Na, wir laufen noch nebeneinander. And there's no reason why those two countries won't be challenging again today. This athlete is ready, primed and set to win medals. The pressure is on, but there's no doubts in my mind that they can handle it. This is the pressure moment. Set. The crowd roars as the 100 meters final's underway. Now the power comes in. There's a real chance of creating history. In first place, Jamaica. Towards the finish. Oh, Alter, einen roten zum Schluss eingebrochen, aber noch Gold mitgenommen. Canada take bronze. Well, he'll be really happy with that performance. All the hallmarks of being an Olympic champion. Pump of the fist in celebration. And quite rightly, he gets the accolades of the crowd. Yes, Alter, 2 Goldmedaillen an dem Tag. Wunderschön. Well, let's have another look at that. Really strong. Der Amerikaner ist super geil rausgestartet. Good phases all the way through this race, and when it came down to the crunch, was able to put the kind of finish that you need to be a champion. Der ist jetzt zum Schluss schon ein bisschen gefeiert im Prinzip. This athlete will be really proud of their achievements in this championships. In second with silver, it's the USA, and Canada finished third and take home bronze.
Well, this is the Olympic Stadium, and next, a time to celebrate as they take to the podium. Magnificent performances rewarded with a medal. Explosion of sound and colour in this stadium. Ecstatic, absolutely ecstatic, and quite rightly so. Really was a great competition as we see another Olympic champion crowned. Well, let's have a look at what that does. So, wie sieht das Tableau aus? So, wir haben 25 Punkte, die Amis 21 und dann schon weit abgeschlagen die Chinesen auf Platz 3 mit 6. Ja, 7 Goldmedaillen, einmal Silber, zweimal Bronze. Kann man mit leben bis jetzt. Hier, Gold, Gold, wundervoll. Ja. Ah, beide Male Jamaika, USA und dann eben einmal Russland Dritter und einmal Kanada Dritter. So, gucken wir nochmal kurz auf die Kampagnenübersicht. Achso, andere Tage sind gar nicht da. Ich dachte, es wären auch noch die anderen Tage irgendwie, was noch so aussteht, aber nee, gibt's nicht. So, aber dann ist das hier das mit der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Olympia 2012 in London. Bis denne, ciao.